Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 27.05.2020. Wir nähern uns rasant dem Monatsende vom Mai und unser DAX hat jetzt hier ein bisschen rumgerührt. Er hält sich erstmal noch im ruhigen Gewässer, auch wenn es ein bisschen welliger wird. Ich habe mir gestern den älteren Herrn gezeigt, wie er auf seinem Surfbrett hier steht. Sinnbildlich für diese ruhige Lage, die der DAX hatte. Das ist auch auf jeden Fall noch so, aber hat er ein bisschen mehr um sich geschaut. Er hat auch mal ein paar kräftige Kerzen nach unten rausgetreten. Zwar immer wieder zurückgekriegt, jetzt auch zum Abend noch mal ein bisschen angerissen. Ich gehe aber auch davon aus, dass er das jetzt erstmal wieder zurückzieht. Dass er sich nach oben krabbelt, jetzt vielleicht auch sogar über die Nacht. Deswegen, wir gucken mal, wie er sich gehalten bekommt. Auf jeden Fall sind wir höher rausgekommen, haben wir mörderlichst unseren Long-Trigger brutalst vergewaltigt. Also da müssen wir schon fast Schmerzensgeld abfordern, was er jetzt hier oben auf der Oberseite gemacht hat, denn das ist eigentlich nicht so richtig greifbar, was er jetzt hier getan hat. Wir haben oben das Gap zugemacht. Das Gap war eine wichtige Kante. Hier die 4,45, 4,50, da, nee, 5,55, 5,48 rum war es, glaube ich, ganz genau. Das Ding ist zu. Ne, das ist auf Tagesebene, ist das quasi das Gap hier. Das ist zu, da war er dran. Zwar nicht auf den Punkt genau, aber da haben, glaube ich, bloß Nachkommastellen gefehlt. Das soll okay sein. Das kann auch an der Kursindikation so liegen. So, dann haben wir hier oben im Tageschart einen Long Trigger. Da war er auch dran, hat sich aber auch von oben abgestoßen. Und wenn ich jetzt das sehe, hier eine rote Kerze hinter die dicke schwarze Linie gezogen. Ist damit jetzt noch hier am oberen Bereich der Range. Der Range, sage ich schon, der Verkaufszone hat jetzt hier eine erste rote Kerze und wir haben gesagt, naja, hier sollte man eine erste rote Kerze abwarten, nicht, dass er uns oben durchzieht. Das heißt, wir kriegen nach unten jetzt durchaus wir kriegen nach unten Potenzial. Ja, wir kriegen nach unten sogar einen Startschuss für eine Konsolidierungsbewegung durchaus. Ne? Aber er muss auch neue Tiefs bringen. Wenn er jetzt per Aufwärtskipp reinkommt, über dem ganzen Geplänkel vom Vortag eröffnet, über der 11.500 eröffnet, dann können Sie gleich einen Haken dran machen, dann wird es nichts. Ne? Wenn der über der 11.500 wieder eröffnet und nach oben treibt, wird es nichts. Dann rennt der weiter. Dann rennt er nochmal auf die 11.550, dann rennt der hoch Richtung 11.600. Dann macht er die 11.690 klar und rennt bestimmt sogar auch noch bis 11.4, 11.7, 11.710, 11.7, 11.800 Richtung 200-Tage-Linien. Na, also das sind schon noch ein paar knackige Punkte, auch so knapp oberhalb der 600, der Bereich um 630, 640, der ist noch interessant, deswegen sollte der DAX bei Aufwärtsgap eröffnen oder sich zum Beispiel leicht schwächer reinstarten, ne? Also vielleicht so auf einer 430 anstarten und dann brutal nach oben anziehen, hoch über die 500, vielleicht sogar mit einer einzigen Xetra-Öffnungsstundenkerze. Dann sofort wieder ein bisschen Klappen umdrehen im Kopf und richten sich darauf ein, dass der gut 200 Punkte dann auch nach oben durchziehen kann. Ne? Das ist auf der Oberseite dann definitiv der Bereich hier und der Pfeil. Das ist weiter möglich. Hier liegen dann auch interessante Bereiche, ne? 61 Retracement und so weiter, der gesamten Abwärts. Das kommt hier alles so in der Zone. Wir haben jetzt erstmal das Gap gesehen hier, die 550. Reagieren jetzt hier nach unten. Und sollten jetzt schauen, wo kommt er rein. Ne? Also wie gesagt, geht er auch hier über die 11.500, 11.520 in dem Sinne sogar raus. Wäre das ganz klarer Grund, dann hier eher Long zu suchen zum Mittwoch, weil sich unser Krepel dann wahrscheinlich hier weiter hoch bemühen kann. Ne? Das heißt, der Trigger, der bleibt hier aktiv. Den können wir hier ein bisschen ranziehen, damit das noch ein bisschen transparent ist, was wir hier eigentlich wollten. Denn sollte er schwächer öffnen. Ich weiß nicht, ob Sie sich den Nasdaq angeguckt haben. Der hat eine Tageskerze gesetzt. Da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das Einzige, was mir eigentlich nicht gefällt, ist, dass viele da sitzen und sagen, das ist mir zu viel Short. Auch wenn ich bei uns in den Chat gucke, da haben ganz, ganz viele noch in den letzten Minuten da einen Short platziert. Die sind halt total zuversichtlich jetzt, dass das nach unten klappt. Ich gönne es jedem. Aber für mich ist immer so dieses Sentiment-Feeling. Ne? Wenn ich aufs EUWAX-Sentiment gucke und ich sehe, die sind alle Short, die haben alle Short aufgebaut in den letzten Handelsstunden, ne? Haben die ganze Zeit hier, es war ein richtiges Short-Obergewicht hier oben drin. Ne? Dann sind die Leute noch Short drin, der Markt fällt und sie realisieren die Gewinne nicht. Ist das häufig so ein Punkt,
wo der Mark dann einfach zurückschnipst, ne? Die wieder rausschlägt und die dann vor sich hertreibt, weil wenn die einmal aus dem Short fliegen, dann suchen sie wieder Short, dann machen sie neue auf und schwuppdiwupp stehen sie im Aufwärtstrend, wollten eigentlich gar keinen Short handeln, haben dann aber plötzlich 1, 2, 3, 4 Positionen offen. Ne, das sind lauter so Geschichten, da spielt der Markt halt einfach gerne mit. Ne? Und die Bewegungen, wo er wirklich richtig durchzieht, das sind meistens nur die, wo ganz wenige mit dabei sind. Hier scheinen jetzt relativ viele mit dabei zu sein oder dabei gewesen zu sein. Das stimmt mich ein bisschen vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz ist das nur selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir hier runterkommen, wenn wir vielleicht sogar unter 4,30 gehen, müssen wir uns im DAX auch hier die Rücklaufziele noch geben, die quasi aus dieser Reaktion im Bereich von 4,30, 4,80 resultieren. Ne? Das ist zum einen, wäre das ein Gap Close um die 11,400 rum, eher aber dann der Bereich um 11,335 vielleicht sogar. Ne? Da liegt noch ein altes Tief. Und was dann tiefer gehen würde, wäre 11,245. Aber wie gesagt, dazu muss er auch wirklich, der muss er eigentlich unter der 4,30 sogar rauskommen. Wenn ich jetzt schon gucke, was er nachbörslich schon wieder macht, dann ist es schon wieder die halbe Kerze wieder zurückgelaufen, die er hier in der letzten Handelsstunde nach unten gedrückt hat. Also, guck mal, wo er rauskommt. Wir gucken mal, wo er rauskommt jetzt zum Mittwoch. Ich denke, dann sind wir schon ein bisschen schlauer. Wie gesagt, sollte das über 500, sollte das über 520 sein, könnte es eigentlich davon ausgehen, dass er Richtung 650 anrennt, dass er Richtung 600 anrennt, da oben in die Zone mal rein, 600 bis 650. Da liegt wirklich einiges, was ein bisschen interessant ist. Ne? Das fängt schon an der 11.600 an. Das ist eine durchaus attraktive Zone, aus der er sich auch durchaus nochmal nach unten reagieren kann. Und wenn er das schnell genug hinkriegt, dann hat er da auch nicht so viele mit dabei. Hier hat er, glaube ich, momentan recht viele mit dabei. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir tiefst unter 4,30, planen Sie ein Gap Close 400, planen Sie ein 3,35. Ich denke, das ist zum Mittwoch erstmal okay. Ob eine 2,45 kommt, ah, das wäre ganz schön gnädig vom DAX. Ja, das sehe ich noch nicht so richtig. Könnte mir eher vorstellen, dass wir vielleicht auf die 4,30 schlagen, vielleicht auch. Ja, das musst du wirklich den Chart angucken. Ne? Also, aber wenn eine Schwäche reinkommt, 4,30 zum Beispiel direkt hochzieht, ich glaube, der hat hier schon noch Raum in dem Bereich zu stechen. Der ist schon. Da liegt halt auch noch vieles, was noch abgearbeitet werden kann halt. Ne? Auch große, wichtige Niveaus, wo muss ich eigentlich vielleicht viele auch noch sagen, dann nehme ich dann meine Gewinne mit. Sprich, die realisieren jetzt noch nicht, wenn hier eine rote hinterherkommt, weil sie sagen, der geht eh noch mal da hoch von den größeren Jungs. Na, also wir gucken mal, wie der Mittwoch reinkommt. Ich denke, wir werden direkt zur Eröffnung, werden wir hier schon das erste Blatt negieren können, werden schon die ersten Indizien ziehen können. Entweder wir kommen hier unter der Kerze raus oder über der Kerze halt. Na, alles, was vielleicht auch sogar dazwischen ist, wäre im Zweifel sogar eher positiv nach oben. Er müsste jetzt tatsächlich anschließen und hier tief öffnen. Die Nasdaq-Tageskerze sieht so schön aus, aber so viele, die das gesehen haben, so viele, die da jetzt Short wollen. Na. Muss mal gucken, müssen wir gucken, müssen wir gucken. Es klappt halt einfach oft nicht. Ne? Ab und an klappt das, dass alle mit dabei sind, aber es klappt halt oft auch nicht. Das ist halt einfach auch Tatsache. Ne? Das ist nicht nur Hirngespinst oder dahergefaselt. Es ist halt einfach immer wieder auffällig. Ne? Gut, okay. Also wir halten das kurz fest. DAX hat jetzt hier sich eigentlich im Grunde genommen nur zur Seite geschoben. Ne? Ist aber mit einer roten Tageskerze rausgegangen. Wir haben eine schöne Abschlussbewegung nach unten. Sollte er das fortsetzen können, sollte er weiteren Druck aufbauen können zum Mittwoch. Unter 460 auch in den Handel starten, hat er gute Karten, sich ein paar Meter nach unten zu bewegen. Sollte das nicht tun, planen Sie bitte den Bereich um 600 bis 650 ein. Der ist dann da recht attraktiv auf der Oberseite. Okay, Freunde, das soweit im 2-Stunden-Bild, im Tageschart. Ja, wir sind halt hier noch drin. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Geht da drüber, planen Sie mit ein, dass er hier noch weiterlaufen kann, dass er hier sich auch noch gut Bewegung holen kann. Ne? Es sind auch viel zu viele immer an der Short-Taste unterwegs. Da kann er also auch das Sentiment, das sehen Sie, Sie sehen es ja richtig, wenn Sie das Euwax-Sentiment angucken, wenn er ein bisschen zur Seite schaufelt, wie viele sofort wieder die Longs auflösen, weil es ihnen zu lange dauert und Shorts reinsucht. Man sieht das ja richtig, man sieht es ja richtig, wie die Leute denken halt, ne? Anhand der Skala, wie die für Stück mit jedem, was der DAX bis weit hoch kommt, immer weiter nach unten rutscht und dann am Tagesende wieder am Tagestief ist. Das ist nun so,
Das ist nun zum Dienstag ähnlich gewesen wie zum Montag. Was vom Montag auf Dienstag passiert ist, haben Sie gesehen. Jetzt gucken wir mal, was kommt auf den Dienstag zu Mittwoch. Ich bin sehr gespannt. Ich gebe dem gerne auch den Bereich unten raus, aber ich will da jetzt auch eine Bestätigung sehen. Also nur am Abend mal kurz ein bisschen nach unten antäuschen auf die letzte Minute. Das reicht mir nicht. Da will ich auch sehen, dass er unter 4,30 geht. Da will ich sehen, dass er unter 4,60 auch eröffnet. Macht er das, gebe ich ihm Raum nach unten. Ne? Im Zweifel sogar auch deutlicher Raum nach unten. Kann man durchaus auch mal hier im Bereich um 11.100 in Spruch in den Mund nehmen, wenn man hier auf Tagesebene analysiert. Und ich meine, wenn er sich jetzt hier richtig wegdreht, die Pfeile kennen Sie. Ne? Muss ich Ihnen jetzt nicht sagen, dass da auch ein bisschen mehr passieren kann. Ne? Aber er muss dafür bestätigen, er muss dranbleiben, muss am Ball bleiben, er muss die Signale bestätigen, tiefere Tiefs stoßen, schöne lange rote Stundenkerzen und dann ist das möglich. Na, alles, was da jetzt grün gegenschießt, viel Dynamik hat, dürfte eher Richtung 600, 650 dann gehen. Damit können wir das Video eigentlich zumachen. Dann bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Tschö.